liebe Bastelfreunde, willkommen in Wölfchens Bastelstube. Heute möchte ich mit euch eine Herbstkarte basteln. Die habe ich hier schon mal fertig gemacht. Das ist aus diesem Stempelset, ne, also mit der Schubkarre hier und die beiden Truthähne, dieses Rankenlaub hier. Und der Spruch ist auch von dem Stempelset. Und diese Karte hier, da habe ich mir den Spruch auch rausgenommen aus dem Stempelset. Und die Äpfelchen hier oder Kürbisse, bei mir sind es ja Kürbisse in dem Fall, habe ich hier aus diesem Stempelset genommen. Und da gibt es ja eine passende, könnt ihr es sehen, ja, ich hoffe das, weil es spiegelt so sehr hier auch, eine passende Handstanze dazu, hier mit dem Apfel oder Kürbis. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. So, ich räume mal gerade hier meine Karten. Wenn ihr wollt oder wenn ihr mögt, schreibt mir einfach in die Kommentare, ob euch die beiden Karten auch gefallen und ob ich da ein Video drüber drehen soll. Schreibt mir es einfach unten in die Kommentare rein. So, heute machen wir, wie gesagt, diese hier mit den Kürbissen. Ich fand die so toll. Und ja, dann legen wir mal auch gleich los. So, ich habe mir da schon etwas zurecht geschnitten und hier ist für die Basiskarte habe ich Kraftpapier genommen. Ich habe da noch so einen kleinen Vorrat und Vanille pur. Das Kraftpapier hat ein Maß von 8 1/4 mal 5 7/8 Inch und in der Mitte gefalzt bei 4 1/8. Alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.wölfchens-bastelstube.de. Wie gesagt, da findet ihr alle Maße in Inch und auch in Zentimeter, die genaue Bastelanleitung und Sachen, die ich benutzt habe, sind da auch aufgeschrieben. So, dann habe ich einen Farbkarton in Lindgrün benutzt mit dem Maß 3 15/16 mal 5 3/4 Inch und hier ein Inlay für die Innenseite. Das ist Vanille pur, mein Gott, das ist Vanille pur mit dem Maß 3 5/16 mal 5 3/4 Inch. Ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, aber es ist ja auch nicht schlimm. Ich guckte nämlich gerade auf meinem Zettel, aber wie gesagt, das ist alles kein Thema. Ja, 3 3/4 mal 5 3/8. Schreibe es mir gerade mal auf. 3 3/4 mal 5 3/8. So, ich habe mir das gerade auf meinen Spickzettel geschrieben und ja, dann habe ich auch benutzt, wo sind sie hier, dieses Prägefolder. Ich habe nämlich den lindgrünen den lindgrünen Farbkarton mit diesem Prägefolder geprägt. Und das werde ich jetzt dann auch mal tun. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, in der Zwischenzeit habe ich hier das durchgekurbelt. Und ja, dann können wir gleich weitermachen. So. Wir kleben uns jetzt mal, hier ist ja der Kleber,
unseren Farbkarton auf. Das sind übrigens die neuen Prägefolder, die im Herbst-Winter-Katalog sind. Und die sind eigentlich für die, für die ganz kleine Mini-Stanzmaschine gedacht. Die gibt es aber leider noch nicht. Ich hoffe, dass es die dieses Jahr noch zu kaufen gibt, aber im Moment leider nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir die beiden Prägefolder gekauft, weil ich finde die richtig toll. Kann man so tolle Sachen mitmachen. Das andere ist ja hier so mit Pünktchen. Zeige ich euch ganz kurz nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so seht. Ich glaube nicht. Ich mach mal hier so ein Papierchen zwischen. Da könnt ihr es vielleicht besser sehen. Ich hoffe es. Und das andere, wie gesagt, hatten wir ja hier schon mit dem Lindgrün. Und dann tun wir uns die Innenseite noch ankleben. Das ist Vanille pur. So, genau. Und, ach, hier ist es. Diese schöne Blätterranke ist auch aus dem, aus diesem Stempelset hier, das ist die Blätterranke, die habe ich schon koloriert mit Kürbisgelb, Olivgrün und Mangogelb und habe die dann ausgeschnitten. Und ich dachte, hier für das Inlay sieht das richtig toll aus, so ein bisschen noch dazu. Dann habe ich hier mir aus diesem Stempelset kurz und knackig alles Gute ausgewählt, weil der Spruch hier innen drin, der soll dann die Aufschrift tragen, weil vorne ist ja schon Thanksgiving drin und ja. Genau. So, dann hätten wir diese Seite auch schon fertig. Ich falte das nochmal nach. So, ihr könnt aber auch, wie gesagt, Wildleder nehmen oder Savanne, Sahara-Sand, was ihr gerade so mögt oder da habt. Ich habe mich, wie gesagt, für den Kraftpapier ausgesprochen hier. So, jetzt können wir auch schon mit dem Aufkleben beginnen. Wo habe ich meine Dimensioners? Hier. Jawohl. So, ich fange mal an mit dem Gelben. So, genau. Und den setze ich mir dann hier oben so hin. Genau. Und dann der Apfelgrüne. Das ist Osterglocke, dieser Farbkarton mit Gräbfrucht heißt das. Stempelkissen habe ich das koloriert oder bestempelt, sagt man ja. Und das ist hier Apfelgrün und da habe ich dann das apfelgrüne Stempelkissen dazu verwendet. So, und hier habe ich
ein Kürbisgelb genommen und habe dann, ich guck mal gerade, genau, Mangogelb genommen dazu und ja. So, jetzt noch die letzten. Ich brauche hier noch Platz für meinen Spruch. Genau. Könnte man auch ein Stückchen noch höher. Ja, ich habe die nicht ganz fest angedrückt. Dann kam sie noch ein bisschen verrutschen. So, ja, jetzt fangen wir an, uns die Stiele und dergleichen aufzukleben für die Kürbisse hier. Sind ja keine Äpfelchen, sind ja Kürbisse. So. Und diese kleinen Blätter hier, die sind auch aus dem Erntegrußfest, aus diesem Stempelset. Das sind diese hier. So. Ich ziehe die noch ein bisschen auch übers Falzbein. Genau. Und dann hier noch so ein Blättchen dran. Und hier noch so ein, ich habe mir ein ganz dünnes Streifchen abgeschnitten und habe die dann so über einen Kugelschreiber festgemacht, hätte ich bald gesagt, gerollt oder eingerollt, damit es so diese Spirale erhält. Ja, genau. So. Und jetzt hier den nächsten Kürbis. Ist immer sehr schön hier, wenn man das so ein bisschen dekorieren kann. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Kürbis angekommen. Und ja. Und dekorieren den auch noch aus. So, und die beiden Spiralen hier noch mit draufsetzen. So. Ein bisschen andrücken das Ganze hier. So, genau. Und jetzt kleben wir uns den Spruch aus, den hier, den habe ich mir schon vorbereitet. Den kleben wir uns dann hier so mit drauf und ein kleines Schleifchen, das ist aus dem Ewiges Grün aus dieser Kollektion und da habe ich mir hier dieses goldene Band ausgewählt und mein Gott, ich habe heute Wortfindungsstörung und nehme es dazu, um hier diesen kleinen Spruch noch ein bisschen aufzupeppen, Entschuldigung. So, genau. Ich leg das gerade hier so mal so drum. Genau. Und
Jetzt versuche ich eine Schleife zu machen bei dem dünnen Faden hier, weil es sich immer so aufploppt, ist es ein bisschen schwierig. Na komm her. Ich wusste das. So, genau. Ich habe da so ein bisschen Kleber dran gemacht, dass mir das nicht so aufrüttelt, wenn es noch auf der Spule ist. Ich muss einfach mir da noch einen Clou dort dran machen an der anderen Seite. Wo habe ich die Dinger jetzt? Hoppala. Ach hier, ich habe sie gefunden. So, na, komm her hier. Weil das kann man so schlecht dann knoten. Und ich rüttel das mal wieder zusammen. So. Das ist hier wirklich ein bisschen schwierig heute. So. Genau. So, ich mache das hier mal noch ein klein bisschen fest. So, der anderen Seite auch noch. Genau. So. Ja, wir können noch ein bisschen Wing of Stella auf die Blätter machen. Sehen die nicht so leblos auf, denn jetzt im Herbst, da ist ja dann schon immer, sind ja schon immer die Spinnweben so dran, wenn ihr es bemerkt schon habt beim Spazierengehen. Das schillert und schimmert ja dann auch immer so in der Sonne noch. Ganz toll. Also ich finde den Herbst wirklich wunderschön. So, genau. Ja. Ich denke mal, das war meine Idee dazu. Zu Thanksgiving. Und ich dachte jetzt, das machst du einfach mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert doch meinen Kanal. Und wie gesagt, wenn ihr solche tollen, schönen Produkte haben möchtet, dann schreibt mir einfach auf meinem Kontaktformular auf meiner Homepage. Und dann könnt ihr sehr gerne die Sachen bei mir ordern. So, dann wünsche ich euch noch eine kreative Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin.